Zurück zu Top Rider Anniversary mit Orca hier im Chat und mit meiner Wenigkeit. Hi. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Ja, und ich habe definitiv, Leute, ich habe definitiv die Schrotflinte. Ich weiß nicht, ob man zurückkommt. Wollen wir das mal ausprobieren? Also im alten ersten Teil konnte man nicht mehr zurück. Hier kann schon auch nicht zurück. Wir werden sehen. Also. Doch. Ey, da können wir uns ja die eventuell die Schrotflinte noch holen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo sie liegt, nur ungefähr. Guck mal, ob bei dem Flussbett, dass er irgendwo muss die. Da oben. Da oben, vermute ich mal, weil sie da auch im alten Teil. Ja, beim alten Teil war sie ganz oben in dem Fluss drin. Ja, und Lara wollte noch mal schwimmen. Denn ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wann wir als nächstes die Schrotflinte wiederfinden. Ach, Lara, ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, ist ja erst 24 Stunden her. Ja, naja, was, naja, gut. Ich will damit sagen, hab fast den ganzen Vormittag geschlafen. Das liegt aber jetzt auch eher an dem neuen Medikament. Ja. Und naja. Auch hier. Weil das finde ich schön, dass man hier dann auch in den Level nochmal zurückgehen kann, weißt du? Weil in dem original ersten Teil, da ist ja dann meistens irgendein Tor oder irgendwas zu und dann kamst du nicht mehr zu. Ah, hast du gesehen? Voll die Rolle dadurch. So. Na, wir schauen uns hier nochmal um. Hier macht er einen Kontrollpunkt. Hier ist natürlich. Ja, das muss hinten weiter sein. Hinten weiter. Ja, hier ist die Strömung zu stark. Ich gehe hier nicht weg ohne die Schrotflinte. Wer weiß, was für eine Bosse uns noch erwarten. Ja, ich weiß im Moment nicht, wo die lei sollen, ne? Naja, die werden wir schon finden. Wir haben ja Aber. Zeit, ne? Wir wollen ja hier nicht durchrushen oder Ja. so. Ich guck hier noch mal. Aber ich könnte schon mal Buch rausholen und Nogu gewesen. Da oben war Aber der das wäre dann wieder ein. Wolkan. Naja. Da Zum unten Zuge. ist der Fluss eigentlich auch zu stark. Ja. So. Beim alten Teil hat die Schrotflinte hier im Fluss irgendwo Ja, gelegen. das weiß ich. Das war so ein Seiten, ne? So ein Seitendings. Ja, zur Seite am. So, dann sind wir da rüber, da rüber, dann sind wir da wieder hoch. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als hier den Weg wieder, ne, nach oben zu gehen erstmal. Ich gehe mal gerade mal Schlaues Buch holen. Mal gucken, ob ich was finde. Aber Moment, Vielleicht. Moment, 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 Moment. Ich will mal noch was prüfen. Moment. Da. Wir sind ja gleich hier rüber, ne? War da oben jetzt nur dieser Schalter? Soweit ich weiß, ja. Also waren wir da oben. Bei dem Schalter war schon 100%. Ja gut, da hätten wir sie auf jeden Fall gesehen, ne? Ja. Aber ich habe gerade noch mal ein Buch rausgeholt und google gerade mal, wo die Leih. Ja, eigentlich wollen wir das ja alleine herausfinden. Ja, aber was bringst du dir, wenn ich eine halbe Stunde rumrennst und sind dann fünf? Naja, das ist ja gerade das Schöne an dem Spiel, ne? Dinge zu Ja. suchen. Man weiß ungefähr, weil im ersten Teil gab es sie ja auch hier irgendwo.
sie ja hier irgendwo sein. So, hier unten. Na, eher nicht. Da wollen wir gleich. Okay. Hier lag ja nur ein Zahnrad. Oder war die auf dem Weg zum T-Rex da irgendwo in dem Gebiet? Warte. Wie heißt denn das Kapitel, wo du... Ah, ich bin runtergefallen. Wie ist denn das? Ja, das erste gleich. Hey, jeder Abschnitt hat eigenen Name. Ah, Moment. Werden wir jetzt hier wieder runtergespült? Hier ist doch jetzt eigentlich... Moment, hier ist ein... Ist das ein Seil? Moment. Kann ich hier tauchen? Ich kann hier tatsächlich tauchen. Dann mach's mal und du mal die Worte kontrollieren. Und hier gibt's... Moment, ich guck mal, wie weit ich schwimmen kann. Da ist noch eine Höhle. Dann tauchen wir da drin. Ah, da ist zum Beispiel... Oh, und die Luft hat gerade so gereicht. Hier ist zum Beispiel noch ein Artefakt. Naja, hat sich doch schon mal gelohnt, ne? Ja, und wenn du... Da muss doch die Schrotflinte hier auch irgendwo sein. Ja, das ist... So, wir schwimmen mal weiter hoch. Solange ich... Ah, hier geht's glaube ich nicht mehr. Hier weigert es sich. Ja. Dann war das jetzt hier die einzigste Höhle. So. Und hier ist auch nichts. Komme ich denn hier wieder raus? Ja. So, wartet mal, lass mich mal. Das war ja der Weg. Da könnten wir dann von hier aus auch darüber Richtung T-Rex. Wir gehen aber nochmal hier lang. Immerhin haben wir ja schon mal. Das Artefakt noch gefunden, was uns ja hier auch noch fehlte. Also haben sie das so gemacht, dass man zurückgehen kann jederzeit und warte mal, war das hier, wo ich, ach nee, von hier kam ich gar nicht. Ja, da hoch. Dass man zurückgehen kann, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das ging ja in dem alten Originalteil nicht, ne? Ja, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es hier auch nicht geht. Ich gucke mich jetzt überall genau um. Muss doch irgendwo... Muss sie da rumliegen. Ich will sie haben. Vielleicht sollte ich ja doch das abschießen hier. Vielleicht löst das ja irgendwas aus. Nein, die Brücke brauchst du nicht zerstören. Warum? Ich will es aber, wenn man es kann. Nee, ist deine Entscheidung. Aber dann achte drauf, dass du nicht drauf stehst. Nee, guck mal, da gibt es nämlich jetzt eine Leiter. Wo man da runter gehen kann. Vielleicht ist das dort genauso gewollt. Dass du dann dort runterkletterst. Ja, eben. Dachte ich mir auch gerade. Los, Lara. Nein. So, warte, warte, warte. Hm. Ich
Frage ist jetzt, was es für einen Sinn ergibt. Aber man muss ja alle Möglichkeiten prüfen. Ja. Ah, da. Guck mal. Da. Ja. Da an der Seite. Ja. Ja, ich sehe es nur mit Verzögerung. Und ich habe nicht nachgeschaut, Leute. Das hat mich einfach nur gewurmt jetzt, dass wir... Und hier liegt sie, oder? Ja. Hier ist er. Hast du gefunden? Ja. So, jetzt bin ich doch zufrieden. Aber was ich noch nicht rausgefunden habe, wie sie den Hechtsprung macht, ne? Ja, probieren wir sämtliche Kombinationen mit Springe B, Springe Y oder sowas. Und nicht? Das muss sie aus dem Stand machen. Nee. 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 Weil dumme Larve und nee, man muss, warte. Die macht doch ab und zu so Rolle vor das. Naja gut, das war jetzt zwar nicht das, aber wir können ja jetzt können wir hier weiterspielen. Jetzt haben wir das, was wir wollten, haben sogar noch das Artefakt gefunden. Ja. Naja, nicht, dass es doch noch 100% wird. Kannst du schon versprechen gar nicht mehr will, versprechen will ich es nicht, aber Daniel, hm? 100% kannst du schon gar nicht mehr wäre. Warum? Weil man schon Artefakte über... Nee, das habe ich doch gerade gefunden, das eine noch. Ja, nee, dieses Kapitel schon, aber in der vorherige Kapitel habe ich eins übersehen. Nee. Oder nicht Ried. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir das jetzt. Ja. Wir mussten da, ne? Da lang. Ja, jetzt muss ich die Leiter wieder komplett hoch, ne? Nee, nee. Hier unterm Wasserfall ging es ja weiter. Ja, das war hier unter Wasserfall, stimmt. So, jetzt sind wir natürlich besser gerüstet. Ich werde natürlich die Schrot, wenn es geht, nicht benutzen. Ja. Da würde ich mich gerne erstmal hier unten umschauen. Ja, lass mal los. Oh ne, die hat ja die... Moment. Was habe ich denn da noch für Waffen? Ah ne, Magazine. Kaliber 50. 40 Schrot. Ja. 3 und 4. So, ja. Achso, das waren nur Magazine. Ja, hier unten scheint nichts zu sein. Aber hätte ja sein können, dass sie hier auch noch was hingelegt haben, ne? Ja, normalerweise soll ich denn alle solche Löcher Moroder-Steil, weil es kann immer mal irgendwas leihen. Genau. Ah, jetzt kommt das wieder mit. Ja, mit deiner Balge. So, na, na. Oh, ist furchtbar, wie schnell sie sich da, ne? Dabei bewegt man den Stick nur ganz wenig. Ja. So, ich drehe mich mal nochmal um. Nee, das... Nee. Okay. Kontrollpunkt. Ah... Musik erscheint. Wir sind in dem neuen Gebiet. Ja, man kann einmal da drüben hin. Das hier ist gespickt mit Rätseln. Da oben ist eine... Uiuiui. Alter, hat's gleich die ganze Kugel zerbröselt und hier den halben... Ach so, die musste... Weil das hier unten kann ich, glaube ich, bewegen.
Und hier ist jetzt dicht. Das heißt, drei Tore. Ach, ich erinnere mich ja an dem alten Mann auch irgendwas mit drei. So, ja. Moment. Nein, keine Klimmzüge. Geh mal hier rum. Ich wollte noch mal hier hoch. Und so. Diese. Da. Diese Holzplattform. Okay, ja, die muss so, ich. So kannst du zwei Stück verschieben. Mm, aber die eine, die ist hier. Eine ist momentan noch ingeklemmt. Ja, ja, durch diesen. Klar. Jetzt wir auf eine Seite kommen, schon momentan noch gar nicht. So, hier kann ich glaube ich runter. Lara. Hörst du auf? So, runter. Ah ja, die Kiste hier, denke ich mal, die ist nur, um da wieder hochzukommen. Ja, dann schiebst du Special gleich schon mal hin. Ja, was? Oh, ich hab was gesehen. Munition oder irgend sowas? Ja, holen wir gleich. Kannst du das nicht hier noch ein bisschen weiter? Böse nicht. Ja, reicht das denn schon? Ja, ne? Ja, reicht. Schon. Reicht. Ja, so, diesen hier, ja, diesen konnten wir bewegen, ne? Bei solcher Stelle ist es besser, wenn du die Kiste ziehst, anstatt schiebe. Der ging noch nicht, aber man sieht schon, dass das auch irgendwann abbröselt. So. Ja. Deswegen auf eine Seite komme ich momentan noch gar nicht, weil ich dort von Plattform zu Plattform muss. Die Frage ist nur, man muss hier das richtige. Du musst den richtigen Abstand. Da kann ich mit Anlauf. Und da auf den kleinen Ding habe ich natürlich nicht so viel Anlauf. Also denke ich mal. Ach, hier ist eine Kante. Das könnte natürlich, ja, wir lassen das mal so stehen, das gucken wir mal. So, hast ja, du nicht gesagt, hier lag irgendwo Munition? Ja, wo sie die kleine Holzkiste. Ach, da hinten. Ja, ich sehe sie. So, die haben wir auch. Gucken wir mal. Ja, hier ist nur das Problem, du musst genau rausfinden, wie der Abstand sein muss, um genau zu springen. Ja. Okay, da ist der Anlauf. Ich würde die aber erstmal so stehen lassen. Die ist nicht richtig, weißt du? Die ist zu weit weg. Wir werden sehen. Ich muss ein bisschen näher ranziehen. Ja, sie kann. Ah, sie hat vorher aufgehört zu laufen, weißt du? Ah. So. Ja, die ist definitiv noch zu weit weg. Auf das Leben werden wir jetzt mal nicht achten. Ich werde auch kein Medivac verschwenden. Egal, ob man meinen Herzschlag jetzt hört. Also den ja, von Lara. Gut halt, da Abstand rausfinde ich ja Schmuck. Das sah schon mal gut aus. Aber das sieht jetzt ziemlich weit aus. Aber vielleicht. Nee, 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 nee. Das ist definitiv. So vielleicht. Nee, das dürfte ich. Muss nur gucken, wenn es auf dieser Seite gar na, nicht. Na, immer ein kleines, immer ein kleines Stück. Ne, die Seite hier. Ach
so. Wenn es nicht funktioniert, dann ist das die, wo du zwei Plattformen brauchst. Siehst du? Diesen Sprung meinte ich. Naja, übertreib mal nicht. Du meinst also, dass wir dann hier nachher da die zweite brauchen und die müssen wir jetzt eigentlich auf der anderen Seite schieben? Ja. Also Ziel ist hier im Spiel praktischer. Da bleibt sie nicht überall hängen. Das erinnert mich an der Stelle bei God of War ein Teil, da musste man auch so eine Säule. Ja. Und dann musste man, als man das dann richtig ausgerichtet hat, ging das Ganze auf Zeit dann. Nee, das hier geht zum Glück nicht auf Zeit. Nur du musst zwei Stück hintereinander stellen. So. Im richtigen Abstand zueinander. Ja, die kann aber noch ein Stück zu mir. Ja, so versuche ich es mal. Nein. Na gut, dann stirbst du halt. Was? Siehst du springen? Ja, sie ist daneben gesprungen. Ach. So, aber jetzt müssen wir. Ja. Na okay. Ja, jetzt war ja nur die. War ja nur die Kugel. Ja. Du hast deine Liebe zurück. Genau. Wir wissen ja jetzt. Gehen hier auch ordentlich offiziell hier runter. Nehmen die Muni gleich auf. Ah, du scheiß Kiste richtig hinschiebe. Deswegen, nach meiner Erfahrung, ist es hier im Spiel leichter, die Sache zu ziehen. Naja, hab ich schon mitgekriegt. So, wir wollten jetzt auf die Seite. Müsste gehen eigentlich. Ja, ich sehe es hier nur mit Verzögerung, deswegen. Ist genau die Hälfte, ich probiere es erstmal so. Ja. Mehr außer Sterbe kann ich sowieso nicht. Ja, und das, was so viel war, ist ja jetzt nicht zum Nachspielen. Ja. Das geht also, ne? So, jetzt springst du aber mal richtig, Fräulein. Genau. Der Fahrer hat ihr eigener Kopf, denk dran. Frage ich mich, warum man darüber. Ach so, nee. Was? Na guck mal hier drüben rechts. Da kann man ja auch hin und dann dahin, dahin ja. Und da oben hin. Wollen wir da erstmal gucken hin? Mach. Das ist deine Entscheidung. Interessiert mich jetzt mal. Du sitzt schon am Controller. Ja, das ist doch bestimmt wieder hier so eine irgendein Item oder so. Aha, da an die Stange. Okay, da würde es keinen Sinn ergeben. Man könnte aber von der Seite höchstens. Ja, und jetzt? So, jetzt war es angezeigt worden. Du hättest das zuerst mal abschießen müssen. Ach so, ja, okay. Ich hab's verstanden. Jetzt wird's komplett abseilen zuerst. Warte mal.
Nee, von hier ohne treffe ich es nicht, glaube ich. Du musst wieder hoch. Klingeling. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Wir müssen wieder darüber. Dahin. Schon hast du beide Pfeiler frei. Hier hoch, hier hoch. Hier hin. Hier hin. Und jetzt, nee. Aha. Musste hier bloß mit beide knarren. So, jetzt ist unten auch die andere, Ach, da ist ein Schalter. Und an der Seite. Ach, da geht das erste Tor schon mal auf. Und wir haben unten den zweiten Dings. Ja. Ne? Aber ich würde jetzt zuerst mal dorthin gehen, wo ich eine Holzplattform hingeschoben habe. Ja, ja. So. Jetzt wollte sie nicht. Aha. Na gut, der war auch, der Sprung war nicht so perfekt gerade. Du sollst da einfach mal gehorchen, was sie ja nie macht. Lara hat ihren eigenen Kopf. Oh ja. Der kann schon alles tausendmal erklären. Die ist zum Rat. Ah, nein! Wieder daneben. Oh, jetzt muss ich mich aber mal heilen. Das geht nicht anders. Ist jetzt durch das Abbrechen. Aber warte mal, wir können ja... Wir können, müssen ja nicht so faul sein. So, wir machen den hier und nehmen den anderen. Den müssen wir zwar einmal komplett rumschieben. So. Dann nachher nehmen wir dann beide und tun die auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass man sich hier so abquälen soll. Nee. So. Ja, ja. Kleines Stück noch. So, und da steht die. Ja, perfekt, ne? Und jetzt kann man auch nur mal sicher gehen, dass man da auch ganz bequem rüberkommt. Ja. So, dann springt man nämlich erst auf die erste, dann auf die zweite. Weil auf einer Seite brauchst du beide. Naja, wir nehmen jetzt einfach mal... Vollpunkt, da liegt was. Was sie wieder nicht aufheben will. Ist ja eine Frechheit. Aber man kann glaube ich auch da runter. Für mich nicht so aufziehen, dass man runter kann. Nee, noch sieht's ein bisschen... Naja. Nee, andere Seite, ne? Dahin. Ah, hier kann sie. Als tiefer. Musst du wieder eins höher. Ja, falls man da runter kann, doch, da ist ein Balken. Siehst du das? Aber ich glaube, von hier aus wäre es ein bisschen zu hoch. Ja, das ist zu hoch auf jeden Fall.
muss aber gerade auf die andere Seite noch. Bis jetzt hast du noch keinen einzigen Schaden gekriegt, ich staune. Dann bin ich gut an den Pfeile vorbeikommen, ne? So, aber wie kann ich da runter? Oder? Du musst hinter dir auf der Post. Naja, ich gehe erstmal. Ich gehe erstmal darüber. Ja. So. Und Midi-Pad kann ich ziehen. Naja, vielleicht kann man ja doch nicht darunter, oder? Ich würde sagen, nee. Weil es führte ja außer der Balken hier, aber wenn ich dann den Balken hochrutsche, sehe ich auch keine Chance, wieder hier hochzukommen, ne? Ja. Okay. Haben wir lange nicht gemacht. Salto. Hier ist auch nochmal ein Mini-Pack, ein kleines. Ah, hier mit ihre Pfeile haben sie es ja echt, ne? Kann man aber wenn nicht. Wie du mit denen umzugehen hast, dann ist das eigentlich easy. So dachte ich. So. Ja, mit Saldo durch oder so. Aber kann man nicht hier noch. Das hätte ja eh keinen Sinn. Was? Na, ich habe gerade überlegt, da auf die Figuren da oben, weißt du? Aber da geht's, ist ja nirgendwo was da. Ist ja Decke und so. Ja. Ah, hier ist schon wieder. Absprung gerade zurück. Wie? Nee. Nee, nee. Ah, jetzt hast du wieder gedreht, okay. So, hier haben wir. Da. Das ist wieder mit Rätsel verbunden. Hier kann ich aber erstmal runter, ne? Ja. Du kannst eigentlich überall hin. Außer vorhin da. Da sah es nicht aus. Außer ganz gerade aus, das wird dann zusammenbrechen. So. Aber das Muschel zusammenbrechen, los. Ach so, ja, da ist ein Hebel. Das ist wahrscheinlich schon der Hebel. Moment. Für ein weiteres Tor. Ja, genau. So. Wir gucken uns. Moment. Ach, da soll sie da gar nicht hin, weil die hat alleine losgelassen. Also ich konnte. Sie soll eigentlich einmalig in die Mitte und dann musst du den Weg außen rumfinden. Ah ja, gut, alles klar. So, von hier kommt sie auf jeden Fall nicht an den. Da muss ich da an den Ball. Du musst oft genug schwingen. Nee, nee. Naja, um in die Mitte erstmal rüber, ja. Ja. Nein. Geh da wieder hoch. Oder soll sie da? Ne, ich wollte an die Stange da. Ja. Genau. Dann dahin, dann dahin, dann dahin. Da liegt noch was. Was hier endlich mal wieder aufheben kann. Nein, mitnehmen. Ich guck noch mal hier. Ne. Ja. Ne, das ist nur für den Schalter. Zum Schalter mit Anlauf würde ich. Jetzt haben wir bloß noch ein einziges Tor. Ja, war richtig. Kann ich mich hier fallen lassen? Oder. Ja, normalerweise geht das. Na, zurück. Ja, ja. So, wir Aua. Hört ja auf. Ach, ja, jetzt sind hier ein paar mehr Fallen. Man kann die auch nicht, ja, man muss da durch. Siehst du das? Oh, Pendel des Todes. Ja. Wie sagt man, einmal schön durch und dann, was war das? Alter, hast du das Ach so, du kannst ja nichts hören. Nee. Hat gerade irgendwas gefaucht.
Kann das sein, dass Raptoren in den Nähe sind? Moment. Ah ja. Das war mal einer. Ach ja, wieso hat er denn so gefaucht? Haben sie das denn jetzt hier auch? Ich höre, dass Gegner in der Nähe sind, glaube ich. So, naja, wir gehen wieder zurück jetzt. Warte mal, war das jetzt auf die andere Seite? Nee, ich muss erstmal hier. Ja, da kriegst du mal Schaden, das ist jetzt nicht zu vermeiden. Guck mal, was jetzt am Pfeile so rumkommt. So. Nee, muss er hier unten. Aber wir schlagen uns doch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hier ist auf jeden Fall. Außer jetzt. Okay. Wieso hat er denn auf das Bett gekriegt? Hast du das gesehen mit dem Ausweichen? Jetzt ist der da drinne, jetzt kriegt er gleich Schaden von die. Ja, jetzt hat er nicht. Jetzt stirb du! Schick sehen sie ja aus, ne? Aber gefährlich. Aber jetzt müssen wir nochmal hier. Aber jetzt werde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Aber die Checkpoints, die sind gut gesetzt. Ja, ja, die sind eigentlich richtig fair gesetzt worden. Ja. Ach ja, und jetzt müsste mit dem Ton müsste jetzt eigentlich auch wieder alles in Ordnung sein. Ich weiß nicht, ob man das hier im Live so gehört hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf YouTube hat man das, ne? Ja. Da müsste ich später eine Videorin hier hören. Dann kann ich jetzt aufheben? Nee, kann ich immer nicht. Wenn ich mich mit dir und alle und nebenbei das noch labe. Kontrollpunkt. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. So, dann können wir ja jetzt die andere Seite im Angriff nehmen. Dazu müssen wir wieder runter hier. Naja, gut. Bisschen Aua. So, dann nehmen wir mal die erste. So weit wie es geht hier ran. Komm mit! Nicht ins Abenteuerland. Weglaufen. So, die erste können wir ja bis ganz ran hier schieben. An die Kante. Ah, ich hab's immer nicht ganz ran, aber. Ja, kann ich ja, weil wir ja zwei jetzt haben, ne? Ja. So, du kommst auch mal mit. Stellen wir dann gleich mal. Ich hab doch aber gerade was gesehen. Was denn? Was haben die helle Punkte auf dem Boden zu. Das zu ist. Nee, das ist nur die Boden. Hat das was zu bedeuten, wo die Dinger hingestellt werden sollen? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das ist irgendwie durch Wasser hier, ne? So. Ja. Pfütze. Wir können den ja noch ein Stück so nehmen. So, jetzt müsste es passen. Oh, hast gesehen. Was? Ja, wirst du gleich sehen, wie sie. Die kleine Kiste da. Abfüllen mit Saldo. Kontrollpunkt. So. Ja. So. Na, na, na. Geh hoch. Na, jetzt schaffst du das auch. Ist hier wieder was? Ja, ich glaube, da kommt erst ein Raptor.
Hier sieht's aber aus. Hier kann ich runter. Und da noch Raptoren kommen die ja schon auf dem Rückweg. So, hier können wir runter. Weil es ist hier auf dem Rückweg eine 2 zu machen. Oh, hier kam Ton, Geheimnis. Okay, haben wir ein Geheimnis gefunden. Mehr ist hier nicht, wa? So, kann ich dann hier gleich hoch? Mal probieren. Nee. Ja, ja, jammer rum. Man muss wirklich. Was ist denn hier für ein Riss? Sei mal drin. So. Man muss echt hier zurück, dann oben auf die Balken. Ja. Dann die ganzen Pfeile. Ich wollte nächster Schuh abkürzen. Ach so, ja gut, da habe ich mir jetzt einen Balken gespart. Ne, runter. Und jetzt nach hinten. Die Balken hätten normalerweise gar nicht funktionieren dürfen, ne? Ja, das war ja, ja, manchmal hat man ein bisschen Glück. Würde ich mal sagen. Ach, und der, hier kann man einfach so an den Hebel gehen. Da ist doch wieder irgendwas faul hier. Hier liegt schon mal. Wieso gibt es hier die ganze. Es kotzt mich an, dass wir so viel Schrot schon nicht aufheben konnten. Schon wieder hier. Päckchen. Moment. Ich kann hier aber. Ja, das ist merkwürdig. Warte. Ich habe hier gerade was gehört. Leichtes Geknacke. Da oben kann man doch hin, aber nicht von hier aus. Also müssen wir. Ah, oh, habe ich mich gerade erschrocken. Alter Schwede und Hunde. Wölfe. Das war ja wieder typisch Top Rider. Nämlich mal ein kleines. Ja, das ist willst die typische Falle. Willst du an den Schalter, weißt du, da bricht der ganze Boden ein. Na, Halleluja. Ja. Na gut. Vielleicht renne so hier unten war jetzt, lag jetzt kein Item mehr. Wir gucken uns genau um. Nö, nö, nö. Da komme ich so nicht ran. Okay, also muss ich wohl oder übel hier. Gibt's nur den Weg. Na, kann ich da. Okay, der führt einmal rum. Okay, dann kann ich da vielleicht doch anspringen. Ach nee, hier ist eine Kiste. Gar nicht gesehen. Wäre dann gut. Ah ja, ich verstehe. Ich glaube, ich habe es gesichtet. Wir müssen die hier, hin. Ich glaube, man kann die auch hier runterschubsen. Muss ich da mal sehen. Ja, die kann ich immer wieder hier hochholen. Ich dachte mir, nein, dann macht sie das nicht mal. Na gut, dann werden wir die Kiste doch nach unten transportieren. Nee, das reicht nicht. Okay, das wollte ich gerade nur mal testen, ob das geht. Ja, stimmt, die haben das so gebaut, dass man die Kiste hier wieder hochschieben kann. Dann würde ich schon doch noch mal gerne das probieren. Wenn sie nicht immer einfach runterspringen würde. Ich wollte da drüber da drüben an den Balken ran, weißt du? Ja. Nee, das geht nicht. Du musst anfangen finden. Geht. Geht alles. Ja, so. Ist doch hinkriegt. Ja, ja. So
jetzt muss ich überlegen, okay. Da könnte ich ran und dann darüber und da drüben. Ne, ich glaube, das ist ein Irrweg. Ich glaube, wir müssen hier hin. Sorry. Und dann hier ran. Darüber. Ja, Kontrollpunkt. So, hier hin. Hier hin. Okay, hier so. Hier hin. Jetzt die Frage, von hier aus glaube ich zum Schalter ranspringen, ne? Nein! Was machst du? Ich bin abgestürzt. Ja, aber ich habe kaum Schaden gekriegt. So, jetzt wieder hier rauf. Hier rüber. Wir können ja mal... warte mal. Höher. So. Nee, da wolltest du nicht ran. Okay. Ja, oder ich habe ein bisschen falsch gelenkt. Ich wollte mal gucken, wo es vielleicht da doch noch irgendwo hingeht. Ja. Der hey, du hast ein bisschen neben dran. Aber ich glaube, da kann man nur daran. Es ergibt keinen Sinn, weil man da nicht höher kommt. Also sind wir hier schon richtig. Ja. Der Seite. Also man muss doch von dem Balken da direkt an den Schalter springen. Denke ich mir. Weil in der Mitte ist kein... Ach so, jetzt sehe ich es. Ja, ja. Alles klar. Jetzt loslassen. Letzte Tür geht auf. So, und jetzt kann ich nämlich hier dahin. Ja gut, muss ich erst da um die Ecke wieder. Daran. Nee. Warte mal. Ich muss ja wieder da oben hin, ne? Eigentlich schon. Aber es kann Sinn, dass du falsch Richtung hinschlagst. Ja, Moment. Dass du Emo komplett außenrum musst. Kriegen wir gleich hin. Ich hab nur, muss nur noch mal gucken, wo der Balken hinter mir ist. Oder kann ich hier eins höher? Ich kann ja hier eins höher. Ach, hier konnte man ja noch hoch. Stimmt. Hier ist aber nichts. Und da liegt die Schrot. Wozu haben sie diesen Raum hier hingemacht? Für nichts. Auf der anderen Seite ist aber auch nochmal. Weil da sieht's auch aus, als ob da nichts ist, ne? Ja. Ja, man kann jedenfalls jetzt hier hingehen und dann dahin springen. So, man könnte. Aber ich empfehle. Ja. Ne, da nach der Seite, da sieht es nicht so aus, ob man da hin könnte. Weil der Balken auch ziemlich weiteren Abstand hat als wie hier, weißt du? Aber da bin ich ja gar nicht vom Balken, da bin ich ja von da. Naja. Wir probieren nochmal hier, die geht immer noch nicht, okay. Jedenfalls ist die Tür jetzt auf. Ah, jetzt kommt wieder einer. Na komm, komm, komm. Ja, stirb hier vorne. Ah ja. Und weg ist er. Freundentanz. Jawab. So, jetzt haben wir alles. Ja, jetzt war ja hier noch was.
aber da braucht ich ja nicht. Oh, da drüben wartet glaube ich auch schon wieder ein kleiner Dino. Ja, möglich ist es. Wo bist du? Ich hab dich schreien hören. Oder war das jetzt da unten? Naja, da kann er ja von mir aus bleiben. Ja, ich glaube, das war da unten. Hopp. 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 Dahin. So, haben wir ja hier alles eigentlich, ne? Ich... Jetzt muss ich dort hoch, wo die Kugel rauskommen ist. Ja. Ich habe bloß überlegt gerade, da oben waren wir ja. Okay. Okay, hier gehen zwei Wege zur Seite. Hier ist, ach, hier war bloß die Kugel, stimmt. Vielleicht hier einer. Ich lasse mal Waffen gezogen, sicher ist sicher. Da ja. Haben wir ein Artefakt in der Mitte. Ist da bestimmt mal... Was meint ihr? Kann man ja einfach jetzt hingehen, das nehmen oder passiert wieder irgendwas? Ah, eine Katze. Passiere du auf jeden Fall irgendwas. Ja. Man kann ja nie immer irgendwie einfach ein Artefakt nehmen, ohne dass was passiert. Hier thront der Gottkönig Quell. 040302, herzlich willkommen. Hüter des Sion, Bewahrer des Wissens, geheiligter Herrscher von Atlantis. Ja, ich hab's gewusst. Ah, nee, der ist tot, okay. Ja, Lara? Ist nicht immer alles tot, was tot scheint. Nimm dir das Ding und hau ab, Mann. Ja, war ja klar. Und das war auch klar, dass der wach wird, aber den brauchen wir jetzt noch nicht. Dieses Artefakt hat aus drei Teilen bestanden, gell? Ja, aber ich muss jetzt hier entkommen. Hilfe! Renn. Ja, die rennt ja nicht schneller. Ja. Kontrollpunkt. Ja, richtig Renner können die hier im Teil einfach so. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Noch kommen nur Krümel von der Decke. Ja, das Ganze ist halt zeitgesteuert. Ja, da sie ja nicht rennen kann, gehe ich mal von aus, dass man normal laufen muss. Ja, wir sind draußen. Sehr schön. Ah, der Larsen, ne? Ich käme ja rein, aber ich habe keine Badehose dabei. Was sie nicht sagen. Sie machen ihren Job, ich mache meinen. Naja, ich weiß. Ab hier übernehme ich. Ich hoffe, Nadler hat Ihnen nicht nur diese Schrotflinte mitgegeben. Keine Panik. Ich bin eher praktisch veranlagt, Schätzchen. Oh. Klick-Event. Kriegst so was aufs Maul, Alter. Schrotflinte kannst du gleich mal hergehen, die brauchst du nicht mehr. Das ist doch nur ein Splitter des Sion. Wo ist denn der Rest? Geben Sie mir eine Minute. Ach, ich war, muss nachdenken. Schnell, wo ich die Schrotflinte noch mal kriegt. Oh, ist ja schon gut. Pierre hat seinen Splitter sicher schon gefunden. Pierre Dupont? Wo? Also, das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube Ihnen. Scheiße. Mit Ihnen ist nicht zu spaßen, was?
Unsere Kleine hat es geschafft. Sehr richtig. Jetzt sind Sie dran. Ich will mich ja nicht einmischen. Aber was macht sie so sicher, dass sie den Splitter nicht selbst hier abliefert? Lara würde den Sion niemals aus der Hand geben. Sie ist besessen davon, genau wie ihr Vater. Ah, Monsieur Dupont. Haben Sie Neuigkeiten für mich? Sehr gute sogar, Madame. Ihre Informationen waren korrekt. Ich habe meinen Teil des Sion gefunden. Voilà, er befindet sich unter einem Ort namens... St. Francis Folly. Tja, so, wir haben das Relikt nicht gefunden. Wir haben ein Artefakt nur gefunden. Wo soll denn das alles gewesen sein? Wir haben doch da wirklich alles abgesucht. Naja. Keine Ahnung. Weil wenn ich es gewusst hätte, hätte ich schon was gesagt. So, wir machen mal hier wieder 9. Ich habe neue Beweise entdeckt, die mich in meinem Glauben bestärken, dass der Sion selbst auf wundersame Weise eine riesige Bibliothek ist. Ich bin überzeugt, wenn ich den Sion in Händen halte, erfahre ich, was mit meiner geliebten Amelia passiert ist. Oh, Pierre, altes Umweltschwein. Da wären wir. Und ich dachte schon, ich muss jetzt da in dem Neubau spielen, weil das erinnerte mich dann ein bisschen an Teil 5, weißt du, die Chroniken. Weil da waren wir ja in den Neubau. Rätsel Time. St. Francis Folly. Das ist komplett ein Rätsel. Ich erinnere mich, und da kommen die ersten Wuffis. Nee, Löwen. Ja. Jetzt lasst mich doch mal. So. Ah, müsste einer gleich zum Anfang. Sie sind wohl eher ein Hundemensch. Nadler hält ihre Abmachungen nicht ein, Pierre. An ihrer Stelle würde ich aussteigen. Jo, Mademoiselle, Nadler und ich, wir verstehen uns blind. Ich besorge ihr gewisse Dinge und sie belohnt mich fürstlich. Aber sie suchen, was auch sie suchen. Deshalb kann man ihnen nicht vertrauen. Ich vertraue meinem Instinkt. Und deshalb sind sie nur auf Platz 2. Ich bin ein Profi, Mademoiselle. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und werde dafür bezahlt. Es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Es geht ja nicht um das Leben, sondern ums Geschäft. Ihre Zwangsneurose verhindert, dass Sie den Unterschied erkennen. Sie hat mich nicht daran gehindert, einen Teil des Sion zu finden. Das meinen Sie doch mit Geschäft. Touché. Warum finden wir dann nicht heraus, wessen Neurose den nächsten Splitter findet? Bist du? Ist das nicht der, der hin und wieder mal auftaucht? Ja, ich behaupte. Aber sicher ich hab bin da, ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe zu viele Teile gespielt. Bin mir da jetzt auch nicht sicher, aber wir schauen uns hier auf jeden Fall nochmal um. Du kommst aus dem Bereich so schnell nicht raus. Naja, ich weiß. Ich will bloß erstmal. Kennst ja erstmal den ganzen Ort, so unten umschauen, ja. Umsehen, was für eine Möglichkeiten gibt. So, hier haben wir ein Tor, was zu ist, denke ich mal. Wir müssen, denke ich mal, da oben hin. Und dann gibt es hier nur eine Säule, die hier vorne ist, die kleinste. Ja, das geht von Säule zu Säule. Aber da kommen wir nicht so hoch. Da oben ist ein Haken. Oder ich denke mal, dass man sich da schwingen kann. Die Frage ist, hier nicht irgendwo eine Kiste versteckt, weil ich komme doch hier gar nicht. Ach doch, komme ich doch. Du kommst hoch. Okay, da kann ich aber auch. Naja, gut, warte mal. Wir gehen mal hier hoch als erstes. So, dann hier rüber. Hier hoch.
das wäre zu schön, aber da kommt man, glaube ich, so nicht hin. Man muss wirklich erstmal. Du musst den ganzen Raum durchqueren. Naja. Bevor du dort überhaupt mal annähernd hinkommst. Aber entschuldige, ich hatte mir zwischendurch eine Zigarette mal gemacht. Ich habe jetzt eine Stunde lang nicht geraucht. Oh, das ist ein Rekord. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann schon mehrere Stunden mal nicht rauchen. Das ist schon. Das ist ja zum Beispiel. Ah, wieso will die da nicht ran? Ich wäre gleich irre. Oder ist ein falscher Weg? Moment. Du musst von Porsche zu Porsche zuerst. Vielleicht muss ich ja von. Nee, das ist dann zu weit. Ich muss da hoch und dann. Also, man könnte ja auch hier gleich. Warum kann ich hier gleich? Dann bin ich hier. Ja, ich brauche da gar nicht auf die erste Säule. So. Aber um an den Schlitz zu kommen, das, da will sie irgendwie nicht. Die rutscht so runter. Hm? Ich guck mir das Ganze nochmal an. Ja. Ich glaube im Originalteil war hier, glaube ich, eine Kiste, die man hier schieben konnte. Falls ich mich irre, könnt ihr mich gern berichtigen. Aber ich möchte sagen, guck mal, weil hier kann ich ja auch hoch. Ich glaube, man muss gar nicht, ne? Weiß schon. Ja. So. Dann da, aber da ist eh zu, dann ist ja nichts, dass ich dahin. Ich muss das mal hier an die Seiten, denke ich mal, ne? Oder? Ach, wie du denkst. Ja, ich krieg das schon raus. Ja. Meinst du, ich könnte da an den. Muss ja ab und zu mal gucken, wo sie dein Hagel verwendet. Das würde sie mir, würde mir anzeigen. Das sieht mir ziemlich. Ich weiß nicht. Ich kann es ja mal probieren. Ne? Wenn wir dann runterfallen, ja gut. Ja, da geht sie gerade mal daran. Okay. Aber ich könnte doch dann hier hoch. Hier hoch. Und hier hoch. Ja, der Weg ist nicht immer so offensichtlich. Da mit Sicherheit drauf, aber ich versuche mal. Ja. Ja. Halleluja. So, dahin hätte ich dann einen Haken. Ja, da drüben, da liegt auf jeden Fall was, glaube ich. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. So, was haben wir denn hier? Das ist aufgemalt. Okay. Was ist aufgemalt? Und das siehst du gleich. Auf der Erde da. Aber hier ist noch ein Gitter, was zu ist. Okay. Ach so, das muss ich noch merken. Das wird später noch wichtig. Das aufgemalte hier? Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Krieger, der irgendjemanden den Kopf abgeschnitten hat. Und achte auf die Punkte, wo dort mit aufgemalt sind. Die sind wichtig. Die Punkte? Echt? Guck mal, wie viele das sind. Oh ja, okay. Ich würde aber mal sagen, wir gehen hier rüber. So, hier gibt es jetzt nur den Haken. Ah. So, ja, wirst gleich sehen, die hat eine Wand jetzt so. Die Griechen hatten eine Schwäche für Himmelskörper. Ah, Wandel aufgemacht. Hier ist zum Beispiel der Typ, der da auf der Erde gewesen ist. Aha. Licht geht aus. Ja, und jetzt muss ich die Punkte anschießen.
wo dir an gewisse Stelle gezeigt wäre. Deswegen habe ich gesagt, die Punkte, die ich merke. Achso. Der hatte echt viele Punkte, weißt du? Könnte der gewesen sein auch? Der, ja, hier waren doch keine Punkte, ja, hier oben vielleicht der. Da am Schwert. Nee. Hier an den Kopf kann ich mich jetzt nicht erinnern. Dann vielleicht doch der hier oben noch. Ja, ansonsten müssten wir noch mal gucken gehen, ne? Ja. Nee, alle sind so auf keinen Fall, also. Nee, nee. Mach mal wieder aus. Ja, aber ist auf jeden Fall. Ach, hier ist er ja noch mal. Ah, man muss nur am Schwert und am Auge hier. Das sind wieder andere Punkte. Das es gäbe mehrere von deinen Aufzeichnungen. Ansonsten hat er ja. Warte mal. Ja, Flecke. Ja, hier in der Rückengegend hat er gar keinen. Den. Da hat er auch keinen. Der hat nur hier. Da oben an der Hand hat er auch keinen. Aber vielleicht muss man ja nur den am Schwert und den hier am Auge machen. Ich probiere das einfach mal. Ne? Man kann es ja jederzeit wieder ausmachen. Ja. So, am Schwert den. Und den am Auge. Ach, da geht die Seite auf. Okay. Haben wir schon mal das gelöst. So, die anderen. Aber das Bild, was da auf der Erde war, ne? Ja. Waren da auch so eine Edelsteine drinne? Weil hier waren ja... die Ware mit so Punkte markiert. Und diese Punkte musst du dir merken. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ach, komme ich da überhaupt jetzt so zurück? Ja. Ich hoffe. Ja. Aber mehrere so. Punkte und die sind immer unterschiedlich. Nee, der hat aber hier. Warte mal, eine Wand. Nee, auf dem Boden muss ich gucken. Ja, mache ich ja, aber. Moment. Guck mal, zum Beispiel Schulterblatt. Rechts. Schulterblatt. Beide Schulterblätter. Ja. Hier unten an Fuß gar nicht. Hier höchstens aber am Knie. Aber am Bein hat er welche. Ja, aber nur hier an der Wade. Ja. Die Augen genau haben aber die beiden Augen. Die beiden Augen haben aber hier Zahnräder. Siehst du das? So, noch beim, nicht. Beim Schwert ist gar nichts. Ja. So, hier der ganze Rückenbereich, da ist nichts, ist nur so schräg. Na gut. Dann geht sicherlich das Gitter da auf. Ja. Mehr ist ja hier nicht zu sehen, ne? Wir merken uns mal die Zahnräder in den Kopf los, also den Kopf hier. Wade. Und da oben Rückenbereich. Okay. So. Ja, aber da war nur ein Auge. Ich muss das wieder resetten. So.
Da hatte er keinen, da auch keinen. Er hatte da einen, da an der Wade. Ja, eigentlich der hier ja eigentlich auch nicht mehr so. Den hatte ich gesehen. An der Wade, das klein bisschen links, das könnte noch dazugehören. Der meinte. Mit am Fuß, an der Wade. Nee, am Fuß habe ich ja nicht. Ja. So. Ja gut, da ist ja da, das andere Auge ist ja nicht, da ist zwar auch ein Zahnrad drinne. Ja, aber wenn du die richtige Konstellation hast, dann krieg ich das wieder durch eine kleine Sequenz angezeigt. Naja. Der hier vielleicht noch. Nee. Aber da oben am Arm hatte er doch gar nicht. Irgendwas sagt mir. So, warte mal, der hatte. Also auf jeden Fall der da am Knie, ne? Ja. Der nicht, weil das ist dieser Punkt da, der direkt auf der Wade ist. Vielleicht das Auge. Da hatte er eigentlich nichts und hier hatte er eigentlich auch nichts, nur die hier. Ich gehe noch mal rüber. Gott sei Dank ist das nicht so schwer hier hin und her. Ja, aber hast du noch mal resettet? Naja. Achso, so. Du bist schon unterwegs hier oder hin. So, da oben am Arm, der ist schon mal falsch. Der am Knie. Ja doch, der hier am Rock vielleicht, der könnte sein. Der hier neben der Wade. Ja. Und hier unten am Fuß. Hier unten. Ich hab nämlich hier gerade ein Bild. Das zeigt mir oben die Hand. Ohne der Fuß und dann, was soll das denn? Aber die Hand hat doch gar keinen. Ja, und dann, Hand, eine Wirbelsäule irgendwo dort. Ah, gucken wir mal. So sieht es auf dem Bild aus. So, also, ich. Da bin ich mir sicher, dass der war. Du sagst Wirbelsäule und die Hand oben. Hand. Fuß. Falscher Fuß. Falscher Fuß. Das ist dieser rechte Fuß. Na, resetten wir nochmal. Den Fuß. An der Wirbelsäule ein Punkt runter. Das war der falsche Punkt. Den meinst du? Passiert ja, nicht. Die Hand an der Wirbelsäule, Gürtellinie dort. Ja, habe ich ja. Ja. Und Fuß. Drei Stück, ne? Ja. Passiert so hier im Bild aus. Passiert aber nichts. Passiert nichts. Einfach mal so. Ja. Na, wenn alle an sind, ist natürlich auch nichts. Nee. So, also ich mache jetzt mal so, wie ich das da gesehen habe. Er hatte hier einen. Warte mal, ich muss aber erstmal runtergehen.
So, er hatte hier ein... Ja, der Buchblase Muschel auf jeden Fall runter. Er hatte hier ein... Er hatte da... Da ein... An der Hand oben hatte er kein... Und... Knie eventuell... Na, der könnte höchstens noch... sein... Nee. Nee, ist auch nicht richtig. Ja. Ach, immer diese Rätsel, aber wir können es ja nachher nochmal machen. Wir können ja erstmal hier den Weg gehen. Und gucken, was hier so ist. Ah, hier ist... Ah, vielleicht muss man ja hier erstmal machen. So, beide Füße. Da und die Hand. Okay, Füße, Kreuz, Hand. Das könnte man schon eher. So. Beide Füße. Kreuz, das kann der sein, und Hand. Okay, das ist die aber für hinter mir. Ja, weil, hast du gesehen, da waren ja jetzt auch so eine Edelsteine drinne. Und da drüben, ja. Da sind aber überhaupt keine Steine angezeigt. Deswegen wundert's mich. Und die Tür da hinten ist ja auch noch zu. So, die Kugel müssen wir sicherlich hier runterschubsen, ne? Ja. Die brauchst du auf jeden Fall ohne. Und was soll ich hier? So. Okay, ich habe da irgendwas abgerissen. Sorry, wollte ich nicht. Ach, du hast nur die Stange rausgezogen. Das muss so sein. Oh. Aha. Na dann roll mal fein. Tschüss. Kommt bestimmt da unten in der Mitte hin, ne? Ja. So, jetzt will ich aber trotzdem wissen, das Artefakt noch kriege. Da muss doch ein Hinweis, also gucken uns das noch mal an. Ja, ich bin ehrgeizig, was sowas betrifft. Tut mir auch leid. Aber so, hier an der Haare ist nichts. So, da ist ja nur das unten der Fuß. Da in der Fußsohle, aber ja, hier ist auch nichts markiert, ne? Nee, guck mal an die Decke, ob da vielleicht noch eine Markierung, noch mal so Bild ist. Nee. Guck dich mal genauer um, ob irgendwo noch so Bild irgendwo ist. Ich muss hier nicht ausgerechnet in diesem Abschnitt sein. Es kann ja sein, wo die Kugel war oder sonst irgendwo. Der hat auch an der Hand oben keinen und auf dem Schwert ja. Keinen. Weil hier ist jo gar nichts angezeichnet, dass hier irgendwas leuchtet. Deswegen. Naja, das ist ja das Schwierige. Der deswegen habe ich die Vermutung, dass es irgendwo noch einen Hinweis gibt darauf. Aber den und den. Und den untersten Fuß.
hier oben Schultern beide. Da. So. So, also er hätte hier, hier, er hätte den. Er hätte den. Den da unten. So, den hat er nicht. Dem bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da oben die beiden auf jeden Fall nicht. Und hier eine Haare auch nicht. Ja, und hier im Auge sind ja nur die Zahnräder, ne? Ja. Oh, die drei. Das war wohl falsch. Naja, wollen wir das lassen? Ich weiß jetzt nicht. Ja, weil da auch nicht. Das muss man selber rausfinden, ne? Man, da ist nicht gekennzeichnet, welcher. Man könnte natürlich jetzt. Warte mal. Die Hände hat er keinen gehabt. So, er hatte hier diese Punkte alle. Er hatte auch eigentlich nur den untersten. Und vielleicht hier am Knie nur. Passiert nichts, okay. Vielleicht dann das Auge noch? Nee. Also man könnte jetzt hier natürlich alle Varianten hin und her durchprobieren, bis man es endlich rausgefunden hat. Ja. Und aber ich denke mal, wir lassen das erstmal. Später, wenn ich denke weiter mal, dass wir. So, und hier war ja nur das Bild von dem anderen, also hier, ne? Das war ja eindeutig. Ja, und drüben haben sie es weggelassen. Drüben haben sie es weggelassen. Da soll man das alleine herausfinden, um das Artefakt da zu kriegen. Weil Daniel, bei der beim Artefakt diese Punkte und Bottle, kannst du diese anschießen? Probieren. Gummo. Ach, du meinst jetzt, ne, drüben auf der anderen Seite, ne? Meinst du? Merk da mal die auf dem Bottle, die leuchtet. Du musst die aktivieren. Na, hatte ich doch schon. Ah. Da hat sich die Tür hier geöffnet in der Mitte, wo wir die Kugel dann. Ach so. So. Ja, dann probieren wir die dort drüben auf dem Bottle anzuschießen. Weil, So, warte mal. Muss doch noch da ist gar keiner. Das ist nur. Oder ist an der Wand? Nee, es wird schon nichts rot angezeigt, dass du drauf schießen kannst. Nee, nee. Ja, hier unten an dem Fuß. Den da an dem Knöchel. Oder eher den hier am Kleid. Und hier ist aber keiner. Hier wäre einer, ne? Und hier, aber da ist keiner. Ja. Und oben am Schwert, Hand ist auch nichts. Und hier war ja auch keiner an dem Ellbogen.
ist wirklich nur der unten am Fuß. Und da vorne am C war ja keiner. Der war ja hier ungefähr, ne? Ja. Und da ist ja da genau vorne. Hier, wo jetzt dahin. Also merken wir uns mal hier so und Fuß unten. Mehr ist es nicht. So, nee, der ist nicht direkt an der Fußsohle. Der hier könnte hinhauen. Moment. Also der. Der da. Der da. Mehr nicht. Ach doch, der hat hier zwar am Ellbogen auch diesen Fleck, aber... Ja, und vielleicht das Auge, weil da waren ja zwei Zahnräder drin. Ne, passiert auch nichts. Na gut, ich gebe auf. Ja, ich muss ja erkennen, 100% sind welche. Muss ja auch nicht jedes Rätsel jetzt hier. Ja. Das war, glaube ich, dumm. Jetzt kann sich schon mal ohne um die Kugel kümmern. Mm. Ist aber trotzdem ärgerlich. Naja. So. Ja, irgendwo haben wir ja Hinweis übersehen. Kugel, ich komme. Ja, hier waren ja aber auch keine Bilder. Das war wirklich da oben das Bild drin, aber da kannst du echt so viele Möglichkeiten. Naja, so viele Möglichkeiten gibt es jetzt da eigentlich auch nicht, aber ich habe die ja probiert, wo ich jetzt, ne, von denen. Ja. Lara. Aber Patrufe, es könnte noch mal Löwe kommen. Ja. Von da oben bestimmt nicht. Wenn, dann müsste unten die Tür aufgehen. Nee, das ist die Tür hinter dir, wo aufgeht. So, die müssen wir wohl hier stehen bleiben. Nee, die ist ja noch nicht aufgegangen. Weil wir müssen jetzt erstmal da oben rein. Ah. So. Vielleicht ist er dort irgendwo der Hinweis, wo uns fehlt. Hm. Ja, werden wir ja sehen. Vielleicht haben wir ja jetzt bloß immer nur gedacht, das von dem. Ja, muss ich aber dann genau umgucken. Na, was du? So. Aber ausgesehen, dass du runterspringst, ne? Na, ich will mich bloß hier mal ein bisschen. Okay. Da ist ein Hebel. Na gut, mehr ist hier, glaube ich, nicht. Ach, und da kann man die Kugel mitnehmen und hier. Genau. Dann müssen wir die Kugel noch mal holen. Oh ja. Komm her. Ich hab die Kugel gefunden, Freunde. Wieder Freunde, ne? Nimm mal zwei kleine. Ja, Miezekatzen mögen mich besonders gerne. Ja, das sieht man an Peter. So, ja, du hast recht, hier alles muss man rückwärts, das macht sich einfach besser. Ja. Bei vorwärts ist richtig bescheiden. Naja, weil
Das lässt sich richtig komisch steuern, wenn du nach vorwärts. Ja. So. Ah, will mir hier noch jemand auf den Sack gehen? Ah, Peter. Nee, der schläft. Ja, aber wehe, du würdest seinen Namen rufen, ne? Ja, den darf ich jetzt nicht laut erwähnen, dann wäre er sofort hier. Oh, Fledermäuse oder irgendwas. Oh, da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Okay. Ach, das ist das. Hm. Der Typ, der ist da unten irgendwo. Ja. Hier mit vier Götter. Ja. Oder was das sind. Genau. Und dein Freund wartet schon ganz ohne. So. Jetzt muss ich erstmal überlegen. So, da war. Man muss natürlich hier auch Hebel ziehen. Ne? Ja. Und mit einem Seil kann ich auch eigentlich Dinge machen. So, hier kann ich auch ran. Aber ich habe so. Moment mal. Ah, den kann ich rausziehen. Aber hier irgendwo war hier ein Hebel gewesen. Ich meine, ich komme hier, glaube ich, auch jederzeit wieder hoch. Ja. Hier war die Treppe. Ich will bloß eben mal mir die ganze Sache angucken. So, hier ist eine Leiter. Aber pass auf, später kommen Fledermäuse. Hm. Darüber mal schnell. War hier nicht irgendwo so ein Hebel an so einer. Na ja, gut, das muss ja jetzt nicht genau sein wie im den Original ersten Teil, das stimmt schon. Aber ich habe ganz ohne war Hebel. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich dachte. Schauen wir mal weiter. So, hier ist auch keiner. Ja. Weil mit denen habe ich eigentlich immer angefangen. Da leuchten Augen. Ja, die ganze Plattform mit den goldenen Ringen sollst du schon mal rausziehen. So. Ohne die farbigen Dinger, da sind die verschiedenen Schlüssel. Hier, die Schrot. Kann man wieder nicht. Oder liegt das jetzt daran, muss ich die Schrot auswählen? Nee, die ist verpackt. Ich empfehle dir später mal Fehlerüberprüfung vom Spiel zu machen. Hm. Ich vermute, dass eine fehlerhafte Datei dafür verantwortlich ist. So, wir haben aber keinen Hebel jetzt hier unten gefunden. Das, naja gut, das könnte sein, dass das vielleicht anders gemacht wurde. Ja. Aber das Prinzip ist ja dasselbe. Doch, da ist ein Hebel. Wo denn? Wenn ich die Treppe hochgehe. Ja, den. Aber ich habe den gesucht, der hier irgendwo an der Säule dran ist. Wie gesagt, ja, wir könnten. Die sind nicht 1:1 übernommen, also. Atlas. Ziemlich weit oben. Okay. Dann machen wir den auf der anderen Seite. Konnte ich da auch noch ein? Nee. Hier war ja die Haupttür, genau. Und hier brauchte man. Nein, will ich nicht. Lass mich. Und die Plattformen mit deiner goldenen Ringe sollte schon mal alle rausziehen, sobald du rankommst. Plattform mit den goldenen Ringen? Ja. Die sind in den Wände inglos. Die kannst du alle rausziehen. Diese hier? Ich seh's nur nicht. Nee, die gehen nicht. Nee, die sind irgendwo über dir. Die sind nicht im Erdgeschoss. Achso, na gut. Na gut, dann gehen wir hier wieder hoch. Da drüben ist aber noch ein Schalter.
Ja, habe ich gerade gesehen. Kann ich da so rüberspringen? Vielleicht bin ich von hier oben. Ne, ich glaube, da kommt man anders hin. Hey, du kommst dort nur über Umwege hin. Naja. So, der ist natürlich noch zu. Ach nee, darüber. Artefakt da geradezu. Ich sehe es. So, die Tür hat sich geöffnet, Atlas. Ja. Aber so, glaube ich, noch höher. Ja. Ach, guck Mensch, Mädel. Bei manche Dinger sind goldene Ringe dran. An manche Plattformen. Die kannst du rausziehen. Jetzt hat sich gerade verabschiedet. Haben wir denn jetzt schon den Hebel gezogen? Ja, das schon nochmal ziehen muss. Nee, den haben wir schon. Der ist geblieben. Ich glaube, danach hat sie nochmal. Da ist ja zum Beispiel auch so einer, aber der zeigt er mir nicht an, dass ich da mit meinem Haken, weißt du? Ja. Und hier kann ich nicht jetzt rückwärts. Nein. Probier es mal mit dem Hagel, wenn du diese Anvisierung machst. Weich. Hier zum Beispiel. Welche? Erst anvisiere und dann mit dem Hake. Naja. Ah. Jetzt habe ich verstanden. Damit könnte ich dahin. Komme ich zu denen, aber der ist ja noch gar nicht offen. Ja, es sind aber mehrere Plattformen. Naja, wir gehen mal weiter hoch und öffnen die erstmal alle. Von dieser Art gibt es mehrere Plattformen. Hm, hab schon gesehen. So, da ist offen, die haben wir ja geöffnet, die Tür. Wie lange ich gebraucht habe, bis ich das kapiert hat mit dem Anvisieren. So. Da ist auch noch eine Kiste, die man rausziehen kann. Da auch. Aber hier ist keine Tür, die wir. Ja, na, du kannst die komplette Säule umschmeißen. Da muss ich aber weiter oben sind. Gehen wir mal in die nächste Etage. So, da ist, haben wir ja geöffnet. Ich wollte jetzt. Ah, hier. Ich glaube da. Das hast du gemeint. Okay. Jetzt ist die Säule hier umgefallen. Die uns darüber bewegt, um die Items zu holen. Ja, machen wir das erstmal, bevor wir da in die Dings reingehen. Wenn du in die Kamera drin bist, das wird noch richtig lustig.
warte mal, da unten ist auch Medipack. Kriege ich das dann trotzdem noch, wenn ich den jetzt... Ach ne, den muss ich rausziehen. So. Da ging es echt nur um das Medipack. Seite jetzt. Die Kiste bei der Minipack hätte ich ganz rausgedrückt. Wie? Die könnte nämlich noch wichtig sein. Ach so. Weiß wie du. Ah nein! Darf ich oben drauf stellen kann, schwäche? Man stirbt durch herunterfallen. Können wir das alles nochmal machen, was wir gerade gemacht haben. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Das ist Top Rider, da ist das halt so. Ja. Und Lara hat seinen eigenen Kopf. Ja, manchmal schon. Jetzt wissen wir, aber wir kommen ja natürlich immer einen Schritt weiter, ne? Ja. Das ist ja die Hauptsache. So, war hier aber nicht schon mal... Ah, hier, ja. Jetzt ne, was gespeichert vor ist, wo ich die ganze Ringe rausgezogen habe. Naja, eins habe ich jetzt erstmal rausgezogen, aber das ist ja jetzt das, wo wir dann zu der Tür kommen, die ist ja noch zu. Ja. Komme ich denn nach der Seite? Nee. Also den Hebel da. Aber ja, wir gehen das mal. Gehen erstmal weiter. Wir machen erstmal das, was wir schon. Bin ich nicht hier? Genau, wollte ich gerade sagen. Da bin ich da vorhin rangekommen. Oh, eins höher. So ist nur so konzentriert. Rüber. So. Wir sind dann hier rüber. Hier hatten wir, also da bin ich erstmal hochgegangen. Dann hier rüber. Hier hoch. Hier hoch. Und dann haben wir... Konnte man gar nicht. Naja, gut, vielleicht von der anderen Seite. Genau. Ja, von der anderen Seite die Kiste dann nochmal rausdrücken, dass ich drauf stelle kann. Ja, ja. So, hier hatten wir ein Medipack. Ne, die geht nicht weiter. Geht nicht weiter. Geht immer wieder zurück. Ja, ja. Merkwürdig. Na gut. Ja, die ist immer wieder zurückgegangen. Ja. So, allerdings was die betrifft. Die kann ich ja hier nur hier hinschieben. Mehr nicht. Also? Mhm. Oder?
Bis hier. Weiter geht die nicht. Die lässt sich nur so und so. Ergibt für mich jetzt irgendwie keinen Sinn, aber ich habe was anderes gesehen. So. Midi-Pack. Noch ein Midi-Pack leitet dort. Wo denn? Wo schon die zweite Kiste? Das habe ich schon geholt. Ah. Warte mal, ich kann ich denn nicht. Ah ja, genau. Das wollte ich. Ach so. Die Kiste musste also da bleiben, damit ich, ne? So. Das zweite Medipack. Ja, und jetzt können wir hier hin. Ja, aber das ist ja noch zu. Die Tür ist ja noch zu. Jetzt komme ich hier wieder nicht. Okay. Ja, dafür müsste man die ganze Hebel erst machen. Naja. Ja. Aber ich muss dann wieder den Turm hoch, ist klar. Na gut. So. Ja, wieder den Turm hoch. Aber wir haben zumindest zwei kleine Medipacks schon mal gekriegt. Ja. Ist ja auch mal was. Hier rüber. Und so öfter man hier die Kletterpassage macht, umso besser ne, kommt man klar damit. Ja. Na, so meinte ich jetzt nicht, Clara. Kaum sah ich das und lobe dich. So. So, jetzt gucken wir mal, wo wir. Müssen wir wahrscheinlich doch jetzt erstmal in diese eine Bereich, den wir ja geöffnet hatten. Ja. Ist zu vermuten, dass wir dort zuerst hier drin müssen. So, das ist nicht der. Das ist der da. Ne, der auch nicht. Poseidon. Atlas war das da oben. Ja, das müsse. Solche. Bin ja. Lichter brennen. Naja, brennen sie ja auch da geradezu. Ja. So, da ist allerdings noch so eine. Wieso habe ich schon wieder so ein Gefühl, dass man da nicht so auf diesem Wege hinkommt? Ja, weil da das Ding noch nicht ausgefahren ist da. Ja. Tja, das fahrt sich ja schon aus, wenn du mit der Kamera fertig bist. Gehen wir noch ein Stück höher. Ich finde von unten dort hoch. Ach so, das ist. Ach nee, die ist schon ausgefahren gewesen, okay. Ich möchte aber jetzt. Hier ist ja noch eine Säule, die man umschießen kann. Okay. Das ergibt langsam Sinn. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal weiter. Ja, die hat, das, die hat das hier ist so komplett die Rätselkammer. Mhm. So, hier hin. Nein, nein, nein. Eine von den Plattformen ist auch noch nicht rausgezogen. Ja, ja, ich sehe schon. Aber warte mal, die kann ich ja von hier. Raus. Jetzt würde ich gern noch eins höher gehen. Okay. Da kamen wir. Da ist noch ein Hebel. Was ist das? Ach, das ist eine Stange.
Ja, die haben wir rausgezogen jetzt. Wo ist jetzt die Säule, die ich gerade eben umgeschubst habe? Ach, da. Die muss irgendwo unter dir sind. Da ist sie. Da ist die. Komme ich denn da? Ach, da komme ich dann da hoch. Okay. Aber, alles klar. Im Moment würde ich sagen, ist wichtiger, die ganze Hebel noch zu betätigen. Ja, ja, will ich ja. Will ich ja. Weil ich komme ja jetzt hier hoch. Wenn ich da unten die Säule. Moment. Wenn ich jetzt auf die Säule hier gehe. Ja. Haben wir ja hier, du mich eigentlich dann dort hochkommen. Medipack. So. Ja, und da kann ich dann auch da drüben, glaube ich, weiter. Ja. Jetzt von hier aus könnte ich jetzt zum Beispiel hinter mir an die Stange da. Aber das kann man sich ja von oben nochmal angucken. Ah, ist immer besser als Primo sich so alles anzugucken. Jetzt haben wir den Hebel. Der öffnet Hephaestus. Und Kontrollpunkt. Genau. Rollpunkt ist wichtig. Und Fledergemäuse, weg mit euch. So, jetzt auf der anderen Seite. Da komme ich dann da so und der Seite darüber. Genau. Die Seite hier. Aber ich sehe jetzt nicht, würde sie das schaffen, darüber zu springen? Da so? Ach so, da ist. Ja, Moment, vielleicht brauchst du das gar nicht. Ja. Das muss ich ausprobieren. Okay, sie braucht das. Da ist sie leider verunglückt oder kann ich nicht von der Mitte aus? Ja, normalerweise von der Mitte aus. Müsste funktionieren. Ja, geht doch. Also bräuchte ich doch gar nicht überlegen, dass ich da so rumkletter. Gab's da noch irgendwas da unten? Ach da, noch ein Artefakt, ne? Oder? Ne, da komme ich zu der, die wir schon geöffnet haben, aber wir wollten ja erstmal. Wir wollten ja erstmal die Hebel alle machen. Ja. Soweit es möglich ist, heißt das. Der öffnet ja Poseidon jetzt. Und jetzt kommen wieder zwei Flughunde, könnte ich sie ja mal nennen. Wo sind sie? Also das müsste jetzt die Tür 3 gewesen sein, oder? Jetzt fehlt noch ein Hebel und dann haben wir sie. Wo seid ihr? Ich höre sie flattern, aber. Ja, die flattern irgendwo unter dir rum. Früher oder später macht schon sowieso Bekanntschaft mit denen. Hab ich gerade. Und jetzt ist die Frage. Könnten wir eigentlich, da unten war aber noch ein Hebel, ne? Ja. Wo ich noch nicht hingekommen bin. Jetzt zum Mist dabei hinkomme. Aber wenn es über Umwege ist. Könnten natürlich hier oben gleich mal rein, ne? Das wäre eigentlich der einfachste Weg. Also eigentlich ist es egal, in welchen Tor man zuerst geht. Ja. Moment mal, jetzt hat er ja hier ein Stück abgebrochen. Okay. So. Ja, die
Flughunde. Ich wollte aber eigentlich... Geht's weg. Da unten hin. Aber irgendwie hat er mich jetzt... Ich kann hier nicht weiter... Fällt sie ja runter. Das funktioniert nicht, was du forschst. Von dort aus an die Stangen zu springen. Nee, hab schon gesehen. Na gut, könnte jetzt da runter. Ja, dann gehen wir da erstmal hin. Nein, ich wollte zwar dahin, aber nicht auf diese Weise. Was hast du geschafft? Du wirst gleich sehen. Oh, erstmal die weg. Okay, du sollst vielleicht ganz schnell springen, ne? So. 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 Wollte ich so. Wollte ich so. Dann von Plattform zu Plattform. Dann wollte ich so machen. So machen. So machen. Und so machen. So, was war das jetzt? Atlas. Ich glaube, das hatten wir auch als erstes geöffnet, ne? Ja. Atlas war Strom, oder? Oh, ich hoffe nicht. Strom war scheiße. Okay. Das ist witzig. Gibt's hier noch einen Hebel? Nö. Kann doch da nicht. Ja, genau. Sobald du den Hebel gedrückt hast, häng dich dort dran. Wie dran? Häng dich an die Tür. Ach so. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und sobald die Tür wieder runtergeht, verstehe. Springe. Naja, ich verstehe. Alles klar. Hast du geschafft? Ja, ja. Und hier ist das gleiche Prinzip, ne? Ja. Jede Tür hat ein eigenes Prinzip. Ja, ja. Ja, der Hebel, wahrscheinlich, wenn hier erst Wasser ist, oder wie? Nee. Muss man auf der anderen Seite gucken. Muss es Weg für hochgehen.
Oder reicht das für komplett auf die andere Seite zu springen, dass du die Feldschanne kannst? Nee, nee. Weißt du, dass der Weg zum Kletterer war? Aber ich weiß nämlich wie. Ja, auf der Seite schon, da ist man ja so hochgekommen. Naja, ja, für kommt, die andere Seite meine ich. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, stech mich mal. Ach so, jetzt muss ich. Okay. Ich sollte dann vielleicht hier hingehen. Alles klar. Ich glaube, ich habe verstanden. Ja, ich glaube, ich habe verstanden. Ich muss nämlich hier die Stacheln gehen weg und dann muss ich da. Ja, muss aber erst mal die Kugel beseitigen. Naja, die Stacheln müssen erstmal sich einfahren. Ja, wir haben ja Übung, ne? Wir üben das jetzt. Ja, mal. Du brauchst gar nicht probieren, die Wand hochzuklettern. Die Zeit reicht nicht. Nee, du nee. Musst komplett nee. Auf die andere Seite. Du musst komplett auf die andere Seite springen. Ja, da rein. Ohne drunter in das Loch. Dann dieses. Du musst über die Fall verwarten. Über die was? Über die Grube. Ich muss weglaufen. Ja. Ach, deswegen die Stangen hier. Oh, ich verstehe. Okay. Dann hatte ich das Ganze ein bisschen. Eine Hebel, wo du noch eine Betätigung hast. Hier macht mir Bedenken gerade. Ha! Oh, meine Fresse. Was? Naja, wirst du ja sehen. Ja, ich hatte nämlich erst überlegt, an der Stange da hängen zu bleiben, weißt du? Ja. So, und jetzt konnte ich da hoch. Ja, jetzt kann ich nämlich hier auch hoch. Genau. So, Hebel. Ach, der macht jetzt. Okay, alles klar. So, hier war glaube ich noch ein Artefakt versteckt. Ach, die Kugel hat hier bewegt. Ja, ja, die hat hier die eine Säule gekürzt. Ich hab gewusst, dass man irgendwie hochkommt, aber ich hab nämlich gewusst wie. Oh, die Schrot kann man wieder nicht aufheben. Herrlich. Ja, wie gesagt, macht später mal Fehlerüberprüfung. Aber den Schlüssel haben wir. Ja, das war Schlüssel Nummer 1. Braucht man nicht, okay. Ne, das war's hier, glaube ich. Das war Schlüssel Nummer 1. Ja. Sehr schön. Alles geholt. Ja. Ach so, das ist hier wieder. Na gut, okay. Hier aus der Kamerakante raus. Zeitgesteuert. Ach so. Naja, das Ja, ist aber nicht weiter tragisch eigentlich. Ja, hier verstehe ich jetzt, warum die Stangen da oben sind. Ja, bei der Spure ist unterschiedlich, wie das Ganze funktioniert. Ja. So. Atlas geschafft.
Ah, jetzt fährt er auch hier das Ding aus. Auf der anderen Seite war das, also. Okay. Ja, wenn der Bereich fertig ist, fahre die immer aus. So kannst du ganz sicher sein, dass der Bereich dann erledigt ist. Mhm. Naja, da will ich jetzt gerade hin. Ich mag Bling Bling. So muss ich da. Na? Achso. Ein Artefakt war das. Aber ist ja egal. Hat geblinkt. Ja, ich habe gerade gedacht, du falsch runter. Ne? Ja, habe ich auch gedacht hier, weil sie nicht da gleich hochgehen wollte. Ja. Die Frage ist jetzt. Zurück zur Stange würde ich sagen. Na, ich will mal gucken. Gar nicht mehr hoch. Okay. Muss ich, ja. So. Ach so, ja, da war ja noch was. Auf der Seite war der Hebel, glaube ich, den wir noch nicht gemacht hatten. Bei denen bin ich so auch schon. Hätte man ja alle Hebel eigentlich. So, ja, eigentlich müssten das alle gewesen sein. Jetzt müssen wir nur die ganze Kette noch abarbeiten. Ja, bis auf Atlantis. So, jetzt hat sich das da. Muss aber auch irgendwo wieder was sein, wo man ranschießen kann. So. Hier in Mühe. Weiß jetzt gar nicht, musste man die Schlüssel hier einsetzen? Ganz ohne Erdgeschoss. So aus. Das sieht aber an der Farbe. Du hast grün, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, immerhin. So. Ja, jetzt, ich sag mal, ab jetzt ist die Vorsicht sind für den Erdschuss bei. Bei Kollege kann zu jeder Zeit auftauchen. Naja, ich weiß, der Nelson oder wie der heißt. Ja. So, kommen wir da denn so schon hin? Nee, sieht nicht so aus. Da. Aber ich kann von der Säule. Okay. Jetzt hier hoch und noch eins hier. Sie schwere. Naja, darüber. So und darüber. Dann hier wieder rüber.
jetzt kann ich nämlich da runter. Genau. Wo ich vorhin. Genau. Müssen wir wieder hier rauf. Hier rauf. Na, geh mal. Bisschen rausziehen, Nomo. Ah, ja, gut. So wie die so rumeiert. Ach, Gott sei Dank. Da dachte ich gerade schon, jetzt rutsche ich ab. So, schauen wir mal, so da oben ist. Oh, das war knapp. Okay, den konnte ich da rausziehen. Anvisiere. Naja, hab ich ja schon. Der Hebel nicht gerade. Ah, sobald ich. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ich habe ja gesagt, bei jeder Tür ist ein anderes Prinzip. Wieso willst du den jetzt hier nicht ziehen? Ja, aber ich will gerne hier raus. Alter! Ja, lange nicht gestorben, Lara, ne? Wieso ist sie auf den Klotz nicht rauf? Klotz würde ich da reinschieben. Den muss man hier rausziehen. Also, minimal dort um das Tor schiebe, dass das Tor nämlich ganz runter geht. Ja, jetzt klettert so rauf. Genauso hatte ich es vor. So, den Schalter brauchen wir ja jetzt erstmal noch nicht. Das ist ja dann für den Rückweg. Ja. Hier gab es aber Feinde, ich erinnere mich irgendwie. Und hier, hier ist auf dem Boden, sind hier gar keine. Ist das der Raum mit der Sperre an der Deck? Ja, da vorne zumindest. Dann ist das auf dem Rückweg ganz langsam gehen. Ah, hier. Ah, was? Waren die hier oben auch schon? Nur die Lara, ich möchte hier nur mal eben was holen. Das zum Beispiel. Und das zum Beispiel. Ah, da in der Mitte liegt der Schlüssel.
Und da drüben sind aber Schwerter. Wenn der Schlüssel hole, ganz schnell zurückspringe. Hast recht. Ja. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Ja. Okay, warte mal, ich muss mal gucken, was ist jetzt hier passiert. Du musst die richtige Wege hier rausfinden. Naja. Ich kann... Da oben, aber was soll ich da? Da komme ich aber so nicht hin. Gibt es hier eine Kiste, die man schieben kann? Oder hier eine Säule? Ne. Anders. Warte mal, hier ist was. Hier kann ich... Oh. Irgendwo muss was zum Hochklettern. Und irgendwo in so einer Nische, leider auch noch ein Midi-Pack. Darüber. Da ist auf jeden Fall Hebel. Der schon mal. Hier war irgendwas mit Zeit gesteuert. Na, wir werden ja sehen dann. Das brauche ich nur, um hier rüber zu kommen. Ach so, hier sind ungesunde Stacheln. Ja. Und du musst richtige Wegspiel rausfinden. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ich weiß ja nicht, ob ich langsam durch die Schwerter durchlaufen kann. Ganz langsam aber dann. Aber. Nee, das ist mir zu gefährlich. Aber lass ich erstmal. Schade, wenn du dann wieder rausgehst. Uiuiui. Dankeschön. Wo kommt das nächste? Los. Ab langsam. Naja, ich will immer nur... Aber irgendwo hatte ich doch einen Hebel gezogen, wo die Dinger weggegangen sind. War das nicht hier? Nee, du hast den Hebel gezogen, dass sie auf vorne gekommen sind. Aha. Ey, halt, war das? Oh, oh, ah, ah, ah. Guckst du das Ganze gut an? Den Hebel da oben hatte ich doch gezogen. Ja, hier kommt ein Schwert runter. Hier kann man nicht. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als eigentlich dadurch. Ne? Du musst durch. Du kommst schnell in deiner Schale. Da dahin. Gehen die wieder raus, der bleibt. Mir ist doch was aufgefallen, wenn schon zwei Sekunden bleiben. Oh, warte. Ah, ich bin immer zu langsam. Aber ja. Ich glaube, ich glaube, die Baseplatte findest du, wo du mehr Zeit hast.
Ja, man braucht bloß berühren und schon ist man Arrivederci, ne? Ja. Ja, jetzt waren sie gerade richtig. Aber du bist bei der Mannere angekommen. Ja. Das mit dem Speer da, das haben die alle von dir gemacht. Ha, die Tür ist zu. Ja. Au! Breitschwert von oben. Okay, müssen wir das nochmal machen, aber wir wissen ja jetzt wie. Durch die Saatlein so blasen. Oh, du machst hier nicht. Ah, jetzt hätte ich eigentlich laufen können. Ein Donnerschwert, noch eins und noch eins. Welches hat mich getötet? Kam mir nicht noch eins runter? Nee. Ah, kam doch noch eins runter. Hier die Stacheln, die hatte ich durch den Schalter. Einen Grund haben, genau. Ja, irgendwie muss man noch klettern, glaube ich. Hier ist auch noch mal ein Schalter. Das ist so logisch, da kann jetzt noch zu leicht. Und da gehen die auf der anderen Seite weg. Und jetzt sind es die hier, sind jetzt auch weg. Also könnte ich mir das eigentlich auch holen. Aber ich könnte auch hier auf die Säulen, ne? Ja. Um da drüben zu kommen zum Beispiel. Das sieht aber ziemlich hoch aus. Aber ab hier auf die andere Seite zu kommen, muss ich erstmal wieder ganz runter. Ja, aber da drüben komme ich ja nicht auf die Säule da. Ich frage mich jetzt gerade, aber warte mal. Ich glaube, wenn ich jetzt hier so springe, das schafft sie nicht, ne? Du musst an die weiße Säule noch mit ran. Ach, da! Jetzt sehe ich die erst. Und jetzt rückwärts, ne? Ja. Ah, okay. Nein! Was machst du? Na gut, dann holen wir uns jetzt erstmal das hier nochmal. Was hat sie gemacht? Ja, die ist runtergefallen. Aber dann kann ich mir jetzt wenigstens das hier nochmal holen. Ja, drin ist auch gepackt. So, und jetzt kann ich ja hier auch einfach durchlaufen. Kannst du hier drüber springen? Oh, da kommen aber noch ein paar hässliche Schwerter. Ah. So. Na, da muss ich schon richtig springen. Du hast du noch nicht alle ausgelöst. Nee, nee, ein paar kamen noch. Ja. So. Und denk dran, im letzten Raum muss er auch langsam laufen. Hm.
darüber. Dahin. Oh, das Tor war knapp. So, Medipack. Aber lieber Kleiofprotest. Anstatt. Ach, da so, meinst du? Ich muss da noch hoch. Ja. Oder nicht? Ja, doch. Hey, willst du ohne das Medipack eine Foto oder was? Hab ich das schon. Ah. Du meinst hier hin, dann hier hin, dann so. Ja, ich sehe es, was du gerade machst. Voilà. Dann so. Wie soll das denn gehen jetzt hier? Warte mal, muss ich mal überlegen. Du schon einfach rückwärts springen. Wenn du mit dem Seil dort bist. Naja. Machen wir erstmal Anlauf. So meinst du. Ey, da sind noch zwei Schwerter oben. Ja, ich sehe. Aber die müssen ja nicht rauskommen. Aber früher oder später kommen sie raus. Kommt halt drauf an, wie du laufst. So. Wir haben ja ein gewisser Radius. Da muss ich, denke ich, mal schnell raus. Ja, das ist zeitgesteuert. Einfach runterspringen und durch. So, jetzt sind wir hier. Ich denke mal, das ist die Seite, aber. Genau. Ach ja, hier war ja der Klotz im Weg. So, das hätten wir dann auch geschafft. Ach, Gott sei Dank. Ja. Sind schon. Das war hier Kammer 2, ne? Naja. Da kommt. Da kommt noch ein bisschen was. Da drüben müssen wir auch noch rein. Ist schon so. Nö. Glaub nicht. Ja, müsst aber da spätestens zum nächsten Tor müsst ihr kommen. So, welche Farbe hatte der Schlüssel? Ich kann auch jetzt. Rot. Rot. Grün und Rot haben wir erledigt. Dann heißt es ja wieder. Wieder hoch. Ja. Und die hier unten hatten wir. Die da, Poseidon hatten wir noch nicht, ne? Ey, das haben wir glaube ich noch, ne? Atlas? Atlas und. Ach so. Weil die Fackeln jetzt. Wenn die Plattformen ausgefahren sind. Ja, und die Fackeln aus sind. Okay. Aber da könnte ich doch. Von hier aus hin. Ansicht. So. Nummer 3. Gucken, was da oben ist. Da ist diesmal.
gar nichts. Da ist höchstens was zum... Schon wieder so gefährlich ausgesehen. Was? Reach? Ratten! Muss aber gut hier. Geht woanders rum, Ratten. Ach ja, Poseidon, schwimmen. Schwimme und tauche. Na, schauen wir mal. Da ist ein Gitter, da ist ein Hebel. Na, kannst du mal? Ja. Tja, unerhört. Ja, ich komme mit dem Schwimmen, komme ich hier nicht so richtig. Da kann ich mich nicht so richtig anfreunden, sagen wir mal so. Ja. Was macht der Hebel? Kannst du den da nicht ranspringen? Nee, ne? Kann sie nicht. Ja, das so war wieder so Rätseltime. Und muss die Höhe vom Wasser instellen und so weiter. So, jetzt sind wir mal ganz oben. Da ist zum Beispiel ein Stein, den ich runterschubsen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir das von dem Stand aus. Hier haben wir Munition. Ah! Okay. Kann ich den Stein, glaube ich, hier stehen lassen. Ich musste den nur wegnehmen. Ja, dass Wasser gefüllt wird. Jetzt kann ich den Hebel unten machen. Wäre ich, glaube ich, auch erstmal. Gelassen, aber die. Ja, du musst Wasser noch mal ablösen. Warum? Für diese Plattform eine andere Position zu schieben. Kann man das einfach, indem man hier den. Der Würfel schiebt schon einfach wieder fest vorne dran. Geht aber nicht. Doch. Okay. Einmal. Ja, das geht. Nee. Geht nicht. Das Wasser schiebt den immer wieder weg. Ja, du musst die Gehhalle. Na, hab ich doch gerade. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Warte mal, wo ist denn jetzt die Plattform? Bewirkt der Stein. Der ist nur zum Reinschubsen. Lass mal überlegen. Brauche ich den da unten irgendwo? Ja, die Plattform ist übrigens da unten. Glaube ich. Irgendwo. Nee, das ist ein Gitter. Hier ist die Plattform. Die ist über dir. Die muss hier hoch, oder was? Die ist schon oben. Die muss du dort an eine andere Position bringen.
Dort hier muss ich den Wasserzufluss stoppen. Und dort hier musst du deine Würfel wieder dort aber ganz gerade ranschieben. Du darfst nicht schieben. Nee, da macht's ja nichts. Nee, den Würfel kann ich da nicht mehr. Ach, du kannst. Du meinst? Nur die Gehhalle und darfst nicht schieben. Ja, lässt du gleich los und du schiebst ja Schiebe dran. Okay, gehen. Ich nehme alles zurück. Hast recht gehabt. Ah, und den Klotz, den ich da runtergeschmissen habe, da soll ich jetzt das Wasser noch weiter ablassen. Ja. Aber die Frage ist doch, da ist das, was ich brauche. Aris, wo muss die Plattform hin? Ach so, diese Ähne da. Ja. Dazu müssen wir das Wasser noch weiter ablassen. Ja, aber guck dir zuerst mal an, wo die Plattform überhaupt hin muss. Na, ich kann sie eh nicht bewegen. Da ist sie jetzt, unter dem Bogen da. Ja. Hier unter dem Bogen. Aber ich kann die eh nicht da wegschieben oder so. Weißt du? Ja, momentan noch nicht. Wieso ist aber wenn das Wasser abgeschlossen ist, weiter, dann kannst du sie schieben. Ja, ja. Also... So, da unten haben wir sie jetzt. Ja, ist ja eigentlich. Da liegt ja auch noch was drüben. Gib mir das sofort her. So, ich glaube, wir können hier. Jetzt ist die Frage, an welcher Position brauchst du die Plattform später ganz oben? Ja. Kann ich doch jetzt genau. Das machst du wieder mit deinem Seil, ne? Ich brauch die doch nur. Moment, nur da, wo keine Säule ist, dass sie nicht unter dem, weißt du? Ja. Also warte mal, wenn ich jetzt, würde sie dann frei schwimmen, ja, dann könnte sie da wieder, also ziehst du noch ein Stückchen weiter rüber. Ob die Plattform danach an der richtigen Position ist, ist eine andere Frage, ne? Ach so. Weil die Plattform ist dort für da, dass du drauf springen kannst und von dort aus weiter springen kannst. Ach, hier könnte ich zurück. Ja, aber wenn das Wasser oben ist, brauche ich doch gar nicht springen. Ja, das können wir uns ja dann anschauen. Ja. Jetzt, ist sie, jetzt, auf jeden Fall. Jetzt ist sie jedenfalls erstmal so. Ich kann sie ja dann mit einem Haken, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal die erste Wasserdings wieder reinlassen. Und dazu muss ich wirklich hier hoch. Also war ich schon richtig. So, die Plattform, die ist jetzt da, die müsste jetzt, ja genau. So, da ist sie. Hier braucht es ja eigentlich gar nicht. Nee, die brauchst du irgendwo ganz oben. So, jetzt gucke ich mal. Ja, da müsste dann auch frei schwimmen.
da rüber zu kommen, ne? Ich würde sagen, hier, rüber zu bei mir. Hm? Okay. Hier ja, so. Das kommt arm unmöglich hin. So. Aber wir probieren es einfach mal. Ja. Und da, aber warum sollte, nee, da war, da ist doch gar nichts. Moment. Da hinzukommen. Nicht da, sondern da. Aber die müsste ja hier oben schon, ich kann sie ja mit einem Haken ziehen. Ja. Probieren wir einfach mal. So. Aber da kann ich doch hinschwimmen. Ich verstehe das nicht. Weißt du, wie ich meine? Moment. Da oben durchs Loch muss ich. Ja. Das heißt. Die Plattform ist genau auf der falschen Seite. Ja. Die muss dahin. Na gut. Lara. Da reicht aber, ruhig gesagt, hier hin, ne? Ja, prima. Was macht denn die jetzt da? Warte mal, warte mal. Okay. Das war eigentlich nicht so der Plan, oder? Nee, eigentlich nicht. Wenn die so drauf bleibt, kann ich die noch ziehen? Ja. Ein bisschen. Ja. Das Loch ist, ne? Hier. So. Hier so müsste es passen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Also wollte ich die Stoppe wieder drauf machen. Ja, da wäre das Wasser ja noch weiter runtergegangen. So. Da ist er jetzt. Lara! Hörst du auf hier? Was spielst du an? Ja, warte. Jetzt haben wir es doch.
Ich will den Schlüssel. Blauer. Der letzte Raum ist fast mit Strom. Ja, ich weiß, das war nicht schön. Viel Schaden hat man da gekriegt. Ja. So, muss ich das Wasser jetzt wieder ablassen? Ja, ne? Sonst kann ich, sonst habe ich nicht, reicht die Luft. Vermute, ja. Sonst reicht die Luft nicht aus. Ja. Würde ich einmal das komplette Wasser wieder ablassen. Schon nee. Ich hätte es gar nicht ganz. Ja, ich hätte eigentlich, ich bin von hier gekommen. Ja, dort wo der Hebel ist. Dort musst du raus. So, hier irgendeiner, der Ärger machen will? Anscheinend nicht. Poseidon, war mir eine Ehre. So. Ja, jetzt fehlt der Bus noch einer. Ja, aber jetzt können schon bei Kollege stoßen, ne? Ja, ja, ich weiß. Zeig dich, Larsen, du elender Bastard. Räder. So, wir hatten jetzt hier. Der dritte im Bunde. So, seid mir aber nicht böse, ich müsste mal eben ganz schnell auf Toilette ganz kurz. Ja. Und ich hoffe, ich mach ganz schnell, ne? Ich bin gleich wieder da. Jo. So, da bin ich wieder zurück. Ja. Aber ihr müsst trotzdem noch mal ein bisschen warten, denn ich habe ein starkes Bedürfnis, mir eine Zigarette zu machen.
Der Larsen kommt, glaube ich, erst, wenn man den letzten Schlüssel hat. Ja, ich hab's nicht gewusst. Obwohl, bei dem original ersten Teil hast du recht, da kam er, glaube ich, schon, nachdem du den zweiten Schlüssel hattest, hier unten, ne? Ja. Und dann hat man ein paar Mal auf den geschossen und dann ist er wieder abgehauen. Ja. Na, so hab ich das auch. Aber er ist dann später wiedergekommen. Ja, ja. Wo so auch so viele Säulen im Raum standen, ne? Ja. Irgendwie da war das. Naja, aber wir sind ja gut vorangekommen. Mit kleinste Probleme. So, und jetzt brauchen wir bloß noch den lilanen hier. Und das war, glaube ich. Wir gehen mal hoch. Ja, von oben siehe, das kann sie aber besser. Hast du ja schon die drei Schlüssel hingesetzt? Ja, ja, genau. Aber du hättest nicht bei jedem Schlüssel extra runter gemüsst. Oh ja, ich mach das gerne. Da gelangt, wenn du alle auf Emo hingesetzt hättest. Poseidon hatten wir gerade gemacht, genau. Den ja, du siehst ja an der Lichter. Normalerweise kann es auch irgendwo. Hefal Zeus oder Hefal Zeus. Ja, irgendwie so. Ja. Da oben. Ne? Hier gerade hoch. Ja. Da muss man irgendwie von da drüben. Nein, wir müssen noch ein Stück höher. Ja, auf jeden Fall. Aber wieder Kletterpassage. Du kennst ja eigentlich, wo die Stange ist, dort anders. Da kommen wir zu Atlas. Wo war das jetzt nochmal? Auf der Seite, glaube ich. Ich gehe mal noch ein Stück höher. Ja. Nee, da war es nicht. Da drüben war es. Aber wir könnten zu denen und dann da an der Seite, ne? Und dann darüber. Ja. Genau. Deswegen. Da kommt man ja auch dann dahin. Ja. Das heißt, bin ich aber noch ein Stockwerk zu tief. Ja, ja, ich gehe noch eins höher. Darüber. Da hoch. Und hier. So, was hatte ich gesagt? Da müssen wir hin. Ach so, da ist ja. Moment, komme ich da rüber so? Nee. Muss ich noch höher, ne? Das haben wir ja schon aktiviert, glaube ich. Ja, noch höher. So, hier kommt sie gleich so. Ja, da drüben. Das heißt, ich muss dahin. Dann muss ich. Nein! Oh. Was hat man gemacht? Wirst du gleich sehen. Also. Ja. Und das ganze Spiel ist halt nicht bugfrei, ne? Ja, es ist. Manchmal macht sie einfach, was sie will. Es ist nicht perfekt, weil normalerweise braucht man nur bei einer Kante ja einfach so laufen. Sie dreht sich automatisch um und hält sich dann fest. Aber bei dir ist das Spiel wieso verbuggt? Ja, da man. Wir nehmen schon eine Munition her. Ja, ja, die Schrot-Muni da, die könnte man ja nicht. Ach ja, ich geh halt hier hoch. So, dahin. Da will sie nicht, okay. Dann gehen wir erstmal darüber. Dann darüber. Dahin. Dahin. Darüber, dahin, dahin,
Binden wir gleich Kartoffeln? Ja, ich musste noch ein Stück höher. Ja. So. Jetzt dahin. So, und jetzt will ich, dass du dich... Moment, das machen wir jetzt anders. So. Genau. Nicht, dass sie wieder so einen Zappel-Philipp kriegt. Ja. So. Ah, diesmal hat es ja funktioniert. So. Sieht das von hier aus? Ja. Oder muss ich eins tiefer? Eins tiefer? Eins tiefer. Und dann... Ja. Und dann hier durchkriegen. Ach Gott, jetzt dachte ich gerade schon wieder. Ja, hier übertreibt man nicht. So, jetzt sind wir hier bei dem letzten. Sieht immer so komisch aus, als ob es gerade runterfällt, ne? Ja, ja. Aber was hätte das denn jetzt? Moment. Eigentlich doch Blödsinn, oder? Nee, das macht sie gar nicht. Nee. Kann die sich nicht da hier an der Kante hier? Noch ein kleines Stückchen höher gehen und dann rückwärts. Ah ja, jetzt habe ich es rausgehört. Okay. Was? Ach, Strom war das ja hier, ne? Hast du gesagt? Ja. Ah ja. Ich erinnere mich. Warte mal, wie waren das nochmal? Hatte ich denn das nochmal gemacht? Ich musste... Du musst die vier Blöcke, wo hoch sind, die musst du aktivieren, einer davon, glaube ich. So. Kann ich aber wieder runtergehen, ne? Ja, du brauchst nur einmalig drüber rennen. Au! Okay. Ach, jetzt verstehe ich wieder. Alter, lass mich. Der ist auch drin. Jetzt muss ich mich heilen. Der Blitz, der macht dir gerade richtig zu schauen, ne? Naja, unverschämt. Das war aber im Original auch so ätzend. Ich konnte mich daran erinnern. So, da ist ein Hammer. Der macht was kaputt. Ja. Kann ich nichts machen? Doch, mit dem kann ich schieben. Und zwar hier auf das Loch, glaube ich. Ähm,
Warte mal, vielleicht muss ich den auch noch drehen. Ne? So. Ich mache einfach nur erstmal so der Klotz. Ja. Nein, ich glaube, die haben in eine bestimmte Richtung gehoben. Ich weiß es nämlich. Da komme ich so gar nicht hoch. Okay. So, den Klotz. Der muss hier rein. Okay. Aber wo war denn jetzt hier noch ein zweites Loch? Für die Figur. Ach da. Das sind mehr als zwei. Drei insgesamt, ne? Eine oder vier sogar. So, nee, hier ist noch eins. Hier? Ja. Und dann passt das. Da oben. Okay, wie komme ich da hin? Mit Hilfe vom Hammer. Mit Hilfe vom Hammer? Der kommt ja nicht. Der schießt ganz kurz auf diese Plattform. Dann tut der Hammer zuschlagen. Und seitlich am Hammer kannst du die Speerschale. Und rüberspringen. Stimmt. Ah, ich hab verstanden, ja. Okay, dann werde ich aber erstmal die andere Seite nehmen. Ach, das ist wieder die Schrot, die man nicht aufheben kann. Ah, und da drüben ist. Du sollst später wirklich nur Fehler in der Prüfung machen. Naja. Wir finden ja noch diese andere Waffe da, ne? Später, ja. Wo wir die ganze Zeit jetzt schon Munition aufheben konnten. Ja. Maschinengewehr oder so. Aber trotzdem, die Fehlerüberprüfung, die muss bei dir mal sein. Ja. So, ich will jetzt aber da drüben noch das Medipack haben. Ja. So, alles hat schon gereicht. Kein Problem. Das hat schon gereicht. Wir können den aber auch schon mal platzieren. Ja. Aber ich glaube, die haben eine bestimmte Richtung. Okay, ich platziere den erstmal noch nicht da rein. So, das ist meins, das große. Ja, was ist Lara? Warte mal. Ja, okay, hast du ein bisschen Schaden gekriegt. So, ja, ich glaube, die müssen alle nach innen gucken. Also, denke ich mal. Ja, ich weiß nämlich. Oh. Weil, genau. Ich Sledgeburg spiel dann, das ist schon eine Zeit lang her. Irgendwas hat er doch angezeigt, ne? Gerade. Das waren die Plattform unterm Hammer. Da ist aber nichts. Stell dich mal noch. Ach so, ich musste den einmal noch. Okay. Ja. Hier, ja, klar, das Bild hier, ne? Bandadam. Gib her! Ja. Meiner! So, und jetzt kann ich auch. Da draußen hat sie an der Seite noch ein. Da oben? Haben wir da oben überhaupt geguckt? Wo? Moment. Jetzt bist du sicher. Dort hast du noch nicht genutzt. Ja, das konnte ich nicht aufheben. Nee, da drüben, ja, aber hier. Aha. Ach so, hier war ja auch noch, glaube ich, Gitter davor, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt. Gitter, stimmt. Hier an der Seite, ne? Warte. Wo ich das Artefakt geholt habe.
Ach nee, die Tür da hinten ist wieder aufgegangen. Ach, wirst du. Ja, lass mich. Böses Strom. Hast du Probleme? Ja. Das hilft dann, wenn viele springen, ne? Ach Mann. Ist das nicht schön. So, jetzt kommt bestimmt Larsen. Der kommt auf jeden Fall. Larsen! Geh weg! Ich werde dich aber schon mal von oben bearbeitet. Ja, ich wollte einfach mal das nochmal sehen, wie das hier aussieht. Sorry. Ich wollte natürlich dahin, wollte ich. Wollte ich mal nur teilen, wie man sterben kann, gell? Das muss ich mal gerade überlegen. Was nützt mir das jetzt hier? Moment. Jetzt habe ich mich hier rangesprungen, wo ich nicht mehr wegkomme. Nee. Komm schon über dir irgendwo hin. Nee. Ist ja dann muss ich fahren. Halleluja! Ey, du hast hier einen Checkpoint. Ja, ja. Gott sei Dank. So, also ich dachte jetzt, ich kann da ranspringen, weißt du? Ja. Ich wollte eigentlich... Dahin. Dann muss ich auf die Seite. Aber wieso kann man denn von hier aus nicht... Das ist, ja, da haben sie auch wieder dran gedacht, dass man nicht so schnell... Naja, gut. Dann machen wir das so. So. Ach nee. Warte mal. Hör auf damit. Wir müssen... Darüber. Darüber. Hier. Ein Stück. Hier hoch. Und von hier müsste ich ja. Ne? Ja, dann auf die andere Seite und danach so. So. Und jetzt kann ich hier nochmal wieder runter. Die ist schon getroffen? Nee. Der ist noch. Warte mal. Geh mal hier runter. Irgendwas Rotes habe ich aber gesehen gehabt. Ja, das war der Schlüssel. Ach nee, wir haben ja den lila Schlüssel. Ja, wo so. Hat die ja schon irgendwo rumlammelt. Ja, Larsen kommt hier nicht. Kommt nicht? So, wir haben 4 Artefakte von 6. Das Relikt haben wir nicht gefunden. Ja. Gemeisterte Zeitspiel. Nein. Wer will das schon? Ich hasse Zeitspiele. Ja. So, ja, wir können ja ruhig noch einen anlegen. Den vierten. Larsen! Kommen Sie! Aber sehr merkwürdig, dass der gar nicht kommt. Ja, vielleicht kommt er ja jetzt, oder? Okay, hier ist ich würde da wirklich empfehlen, später mal... Das Kolosseum. Ja, das komplette Spiel prüfen. Das werden wir aber beim nächsten Mal machen. Was? Das Kolosseum. Hat ja gespeichert. Ja. Wir sind jetzt über 3 Stunden und... Ich will jetzt... Also, wir gucken aber kurz mal noch. Oh ja, das sieht ja eigentlich hier. Ja, Parade.
ganz übersichtlich aus. Hier quietscht noch irgendwo was. War das das, wo man die Goldbahn suchen muss? Ja, und, ich vermute. Die dann um oder die dann umwandeln in Silber in Gold. Ja, das kann sein. Na gut. Nur, aber musst du aufpassen, dass du mit Lara nicht auf die Hand kommst, weil sonst wird es genau, viel zu Gold. Genau, genau. Das war das, glaube ich. Aber das werden wir beim nächsten Mal sehen. Jetzt mache ich erstmal mal sehen, vielleicht heute Abend, ich weiß es noch nicht, ne? Ansonsten eventuell morgen Nachmittag wieder. Ja. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.